Hi, da sind wir wieder. Hanni und Nanni. Der Dirk und Fabio Fognini. Genau. Jetzt denkt er, was wollen die denn jetzt schon wieder mit dem Babolat Pure Drive? Den haben die uns doch jetzt schon vorgestellt, genügend. Aber jetzt kommt endlich mal was, was ich mir schon vor 10 Jahren gewünscht hätte. Und zwar, sag's mir. Pure Drive 98. Ja. Was haben die sich denn dabei gedacht? Ich habe immer wieder so viele Leute gehabt, ne, auch Turnierspieler, Profis, die gesagt haben, ich finde das Spielgefühl richtig geil, wie das an dem, aber ich brauche etwas mehr Kontrolle. Noch. Die haben rausgespielt hin, ne? Der war denen zu schnell. Der quasi. Wurde denen dann zu schnell, die fanden das Spielgefühl geil, aber der 100er Kopf war denen etwas zu powerful, sag ich mal. Nicht unkontrolliert, aber die hatten so viel Eigenpower. Dann, ich würde das gerne haben, weil das unterstützt mein Spiel, ja. Aber ich kann die Power nicht bändigen. Kann ich dir bestätigen, Kunden regelmäßig, ob jetzt die Vorgängerserie, aktuelle Serie, völlig wurscht, den Klassiker, den 300 Gramm Schläger Pure Drive, teilweise haben die exorbitant hart beseiten wollen, auch ja. Bei uns, ja. Um einfach den Schläger kontrollieren ja. Zu können. Richtig, ne? Und genau. Das. Ich hätte mir den zum Beispiel für den Dustin Brown gewünscht damals. Ich meine, er hatte natürlich, also wenn er seinen Lauf geschoben hat gegen Nadal, oh, ne, zweimal. Frag mal Nadal zweimal, dann, ja. Dann war das Wunschkonzert, aber an Tagen, wo du sagst, ich spüre mich mal nicht so locker, dann ist der Schläger, hat er so viel Power gemacht, ne, dass das auch schon mal einer wegflog. Das wäre für ihn damals eine optimale Lösung. Also, gewesen. Ihr hört schon raus, das ist der kontrollaffinere Rahmen. Korrekt, er ist 5 Gramm schwerer, 305 Gramm. Ja. Es bleibt bei dem 16:19 Beseitungsmuster. Die Balance mit 32,5, das ist schon, die merkt man. Ja. Die merkt man, aber wenn man vorne ein kleines bisschen was drin merkt, kann das ja auch dazu beitragen, wenn man die Fähigkeit besitzt, dass man den wunderbar laufen lassen kann, den Schläger. Ist das denn für jedermann was? Siehst du jetzt auch den Mannschaftsspieler, den Bezirksliga, zweite Verbandsliga, wie auch immer, siehst du den da auch? Kann das da auch was sein? Oder sind wir da wirklich im absoluten? Kommt drauf an. Also sag ich mal, ein klares Jein. Ein klares Jein. Ich sehe zum Beispiel den Herren 40-Spieler oder Herren 30-Spieler, der vom Prestige kommt und ja. Sagt, ich brauche, mein Spiel ändert sich ein bisschen, Bälle sind langsamer geworden, aber ich brauche ein bisschen mehr Power, aber ich brauche das Schwunggefühl und die Kontrolle von einem Kontrollrahmen. Der auch einen kleineren Kopf gewohnt war. Genau, der einen kleineren Kopf gewohnt war, aber sich jetzt wirklich dahin orientiert, dass er sagt, ich möchte etwas mehr Power haben und etwas mehr Komfort. Da sehe ich den komplett. Ich sehe den jetzt nicht für den Hobbyspieler, und da sehe ich ihn wirklich nicht. Also der Einsteiger, wie, ja. Da gibt es wahrscheinlich andere Rackets. Optisch kann man vielleicht sehen, ne? Die Ösen hier im oberen Bereich, so ein bisschen Rot-Applikation verarbeitet. Finde ich ganz cool. Erkennst du ihn an der Wand? Erkennst auch sofort, ne? An der Wand, ja. Weil sonst rennst du da wieder rum und Dirk, was ist denn jetzt hier? Sonst siehst du ja wieder nichts. Weil ich nicht lesen kann. Genau. Ja. Deswegen haben wir gesagt, verbaut doch bitte mal was Farbiges für Patrice, damit er nicht so lange suchen muss. Deshalb mache ich auch nie die Kasse im Store. Sollte ich nicht sagen, oder? Das macht auch total Sinn. Da sollst du auch bitte in Zukunft nicht dran gehen. Ja. Da machen wir uns ein bisschen Sorgen, weil die Abrechnung muss ja abends stimmen. Ja. Beseitungstechnisch, Empfehlung unsererseits, weil es auch optisch wirklich ein Knaller ist. Ab hier im Blast im Blau. Ja, geil gemacht. Ja. Dann sieht es richtig gut aus. Beseitungshärte, wenn wir da. Wobei, das ist auch immer relativ schwierig. Wir wissen nicht, auf welchen Maschinen ihr beseitet. Sind die Maschinen kalibriert? Also ziehen die wirklich das, was ihr dann dort eingebt? Welche Knoten macht derjenige? Wird mit Knotenfunktion? Das wissen wir nicht. Aber so von unserer Maschine, wenn jetzt hier ein Kunde reinkommt und sagt: Du, super Schläger will ich haben, APM. 1,25 mm Seitendicke im Blau, sieht mega scharf aus. Die Kombination, was würdest du sagen, wie hart? Maximal 24. Dann sind wir aber schon oben. Dann sind wir schon oben. Also genau. Ich würde empfehlen 22. Ja. Ne? Vielleicht mal, sag ich mal, die 23, wenn wir in der Wintersaison sind, auf Asche draußen 22 Kilo wäre meine Empfehlung. Auf unseren Maschinen. Genau. In der Halle hast du ja gesagt, in einem anderen Video, Ball kommt schneller, ne? Ein bisschen mehr Kontrolle, da vielleicht ein Kilo hoch, draußen alles fliegt ein bisschen mehr, da vielleicht wieder ein Kilo runter. An der Schraube könnt ihr ja selber für euch mal ein bisschen drehen. Aber die Kombination können wir, glaube ich, wirklich mit reinem Gewissen empfehlen, von dem, wie es sich nachher anfühlt. Und das Auge ist mit, auch optisch. Macht das richtig was her. Brumbeer, wo geht's hin demnächst? In meinen Lesekurs, damit ich auch irgendwann mal Kasse und so machen kann. Hoffentlich fällt er aus, damit du nie Kasse machen kannst. Ja. Alles Gute, ihr Lieben. Bis demnächst. Ciao. Advantage You.